Und Kim, was führt uns zu dieser frühen Stunde am Samstag im Café Lomo zusammen? Haben wir einen neuen Fall? Nein, haben wir nicht. Aber habt ihr euch das Video-Interview mit Nick Voss angesehen? Ja, klar. Wenn du uns schon den Link schickst und dringend dazu schreibst. Oh, das ist so toll, dass die Boys nach dem ganzen Chaos um die Beinah-Band-Auflösung ein neues Album rausbringen wollen. Mit diesem süßen neuen Gitarristen. Du meinst Leon? Den findest du süß? Ja, du nicht? Und das Thema Kreuzfahrt ist ja wohl wirklich spannend. Aber was ist daran dringend? Dringend ist das hier. Wartet, ich zeig's euch. Ich habe Nick nämlich gestern Abend eine Nachricht geschickt, dass mir das Interview sehr gut gefallen hat. Und, ihr glaubt es nicht, ein paar Minuten später kam seine Antwort. Hier. Hi Kim, schön mal wieder von dir zu hören. Alles klar bei den drei Ausrufezeichen? Wollen wir uns übermorgen treffen? 15 Uhr in der Schokolaterie? Dann erzähle ich euch mehr von der Kreuzfahrt. Du hast mich nämlich auf eine super Idee gebracht. Bis dann, Nick. Habt ihr morgen Zeit? Ja klar, für Nick immer. Oh, Wahnsinn, endlich treffen wir Nick mal wieder. Bonjour. Mensch, ihr seid ja pünktlich. Sonst bin ich doch immer die Erste. Ach, das war reiner Zufall. Ich habe einen früheren Bus erwischt. Und heute mal nicht in Jeans, sondern im Kleid und mit etwas Lipgloss. Klar, reiner Zufall. Du siehst toll aus. Danke. Und was ist mit mir? Wie immer, perfektes Styling. Hallo. Hallo, Fabian. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, seit dem Dreh für die Doku-Soap zur Hochzeit von Nick und Eva. Wie geht's dir? Arbeitest du immer noch mit den Boys zusammen? Mir geht's gut, danke. Und ja, ich arbeite immer noch als Regisseur für die Jungs. Ich soll euch schöne Grüße von Nick ausrichten. Er muss leider zu einem anderen Termin und lässt sich entschuldigen. Och nein, ausgerechnet jetzt. Ja, tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, es gibt trotzdem keinen Grund, traurig zu sein. Im Gegenteil. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Ja? Habt ihr in der zweiten Woche der Osterferien schon was vor? Nein. Wieso? Das ist gut. Nick lädt euch nämlich zu einer Kreuzfahrt ein. 7 Tage von Istanbul nach Venedig. Was? Ha, das ist noch nicht alles. Als Bonbon dürft ihr als Statistinnen bei einem Videodreh mitmachen. Die Boys werden auf See den Clip zu ihrem Song Cruisin' aufnehmen. Kim, bitte kneif mich mal. Das muss ein Traum sein. Autsch. Es ist doch kein Traum. Es ist wirklich wahr. Wahnsinn. Wann geht es los? Ostersonntag. Schon in 7 Tagen. Oh, cool, cool, cool. Und du bist mit an Bord und machst die Regie, Fabian? Ja, klar. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich brauche noch die Einverständniserklärung eurer Eltern. Ihr seid noch zu jung, um alleine auf Kreuzfahrt zu gehen. Wir werden sie fragen und geben dir dann Bescheid. Genau. Es wäre wichtig, dass sich ein Elternteil bereit erklärt, als Begleitperson mitzufahren. Wir übernehmen dann natürlich die Reisekosten. Fragst du deinen Vater, Marie? Das wird nichts. Er hat gerade einen wichtigen Dreh. Der kann nicht. Oh, meine Eltern muss ich gar nicht erst fragen. Als Rektorin hat Mama gerade in den Ferien so viel mit ihrem Schulkram zu tun. Und Papa muss sich neben seiner Arbeit ja auch noch um Ben und Lukas kümmern. Mein Papa kann seine Tierarztpraxis auch nicht so einfach eine Woche lang zumachen. Und Mama hat gerade zu Ostern mit ihrem Kuchenservice alle Hände voll zu tun. Ach, ihr findet bestimmt eine Lösung. Es könnte übrigens auch eine andere erwachsene Begleitperson mitfahren. Eine andere Erwachsene? Ich hab's. Tante Florentine. Ich ruf sie gleich an. Moment. Aber die wohnt doch in Venedig. Ja, es passt doch. Und sie war viele Jahre Reisejournalistin. Die reist immer noch gern. Geniale Idee. Hoffentlich kann sie. Oh ja, sie ist wirklich nett. Unsere Zeit bei ihr in Venedig war richtig toll. Ja, und unseren Fall dort, Diebe in der Lagune, haben wir erfolgreich gelöst. Mist. Anrufbeantworter. Ja, ich bin's, Marie. Bitte ruf mich auf meinem Handy zurück. Es ist dringend, Tante Florentine. Du musst mit uns auf Kreuzfahrt gehen. Hoffentlich meldet sie sich bald.
fürs Tagebuch. Tante Florentine hat zugesagt und unsere Eltern sind einverstanden. Unglaublich, dass alles so glatt läuft. Wer mir aber Sorgen macht, ist Michi. Er hat kaum reagiert, als ich ihm am Telefon von unserer Kreuzfahrt erzählt habe. Er war überhaupt so still und ernst. Heute Nachmittag treffen wir uns im Schillerpark. Hoffentlich finde ich dann heraus, was ihn bedrückt. Boah, die Show von Elias und Ikaros war wirklich grandios. Ja, und unsere Autogramme haben wir jetzt auch. Am witzigsten fand ich ja Herrn Gesche. Der konnte sich ja gar nicht wieder einkriegen beim Loben der beiden. Er kann also auch freundlich sein. Aber als er Leon anschließend zugezischelt hat, ihr werdet euch noch wundern. Das war doch eine Drohung, oder? Also, das hörte sich für mich auf jeden Fall so an. Ach, ist so ein Abend an Deck schön. Ja, besonders seit wir auch wirklich auf See sind. Psst. Das Licht auf dem Deck da oben ist wieder da, seht ihr? Ja. Das ist kein Flackern. Das sieht für mich aus, als ob jemand mit einer Taschenlampe Morsezeichen gibt. Ach, jetzt müsste man das Morse-Alphabet kennen. Wartet mal. R, E, A, D, Y. Das heißt ready. Du kennst das Morse-Alphabet? Ja, das habe ich mir mal mit Stefan beigebracht, um Chrissy zu ärgern. Wer oder was ist ready? Was bedeutet das? Und wer morst heutzutage überhaupt noch? Es gibt doch Handys. Menschen vielleicht, die Angst haben, dass das Handynetz ausfällt. Ja, oder Menschen, die wissen, dass Handyverbindungen aufgezeichnet werden und man sie daher nachvollziehen kann. Morsezeichen nicht. Die sind sofort weg. Und dann haben wir noch Stimmen von zwei Personen gehört. Wir sind uns aber nicht mal sicher, ob es Männer oder Frauen waren. Der Wind hat alles so verzerrt. Also wir meinen sowas wie nur Probe, Koordinaten, müssen packen, morgen früh raus, verstanden zu haben. Aber sicher sind wir uns nicht. Donnerwetter! Die Deko sieht heute ja ganz anders aus als gestern. Ja, wir spielen heute Arktis. Zwischen dem Liebespaar in dem Song herrscht inzwischen Eiszeit. Darum Arktis. Es gibt aber doch hoffentlich ein Happy End, oder? Na klar. Können wir anfangen? Nein, leider nicht. Die Chefstewardess wollte irgendwas Dringendes von Leon. Dann suchen wir die beiden mal. Vielleicht können wir es ja so beschleunigen. Oh ja, danke.